Dazu braucht es auch ein faires und gerechtes Steuersystem. Wir können nicht in großem Rahmen die Steuern senken, das verspricht auch keiner. Aber wir wollen als CDU dafür sorgen, dass die Lohnzuwächse in den nächsten Jahren nicht nahezu alle beim Staat landen, sondern zum Teil auch bei denen landen, die die Lohnerhöhung bekommen haben. Durch die kalte Progression in Deutschland wird nahezu jeder zusätzlich verdiente Euro wegbesteuert. Und das ist leistungsfeindlich, das ist leistungshemmend. Wer am Wochenende arbeitet, wer nachts arbeitet, wer Zuschläge bekommt, der soll nicht dadurch so stark besteuert werden, dass er fast nichts mehr hat, als wenn er nicht mehr täte, als er früher getan hat. Das heißt, mit etwas über 50.000 Euro im Jahr zahlt man den Steuersatz, den früher nur Millionäre zu zahlen hatten, aber bei allem großen Einkommen über 50.000 Euro, den Steuersatz für Millionäre dort zu erheben, das ist leistungsfeindlich und nicht angemessen. Und deshalb müssen wir die kalte Progression abflachen, indem mit den Lohnerhöhungen auch der Steuertarif sich verschiebt und nicht diese inflationsbedingten Mitnahmeeffekte dazu führen, dass Menschen sich nicht ausreichend anerkannt fühlen, weil sie sagen, ich habe zu wenig Netto vom Brutto und warum mache ich es dann überhaupt? Mehr Netto vom Brutto ist leistungsfördernd. Und wenn die Menschen nicht mehr den ganzen Tag darüber nachdenken, wie komme ich am Finanzamt vorbei, sondern darüber nachdenken, was könnte ich noch zusätzliches verdienen, tun, investieren und machen. Ich sage Ihnen, da kommen am Ende bei geringeren Steuersätzen viel mehr Gelder rein, als wenn die Leute den ganzen Tag darüber nachdenken, mit welchem Steuersparmodell sie dem Finanzamt entkommen können. Das ist die Wahrheit großer